die 3 Wochen, um uns vorzubereiten auf erste 3 Auswärtsspiele. Wir sind natürlich jetzt noch nicht voll besetzt, aber wir warten auf die Jungs, die entweder angeschlagen waren oder vielleicht mal in der Quarantäne waren. Von daher brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Wir haben heute gerade begonnen, also leicht anschwitzen und bewegen schon mit dem Ball. Aber natürlich, die Belastung wird angepasst. Karl bleibt noch 1 Woche, weil er positiv getestet worden ist. Und Mate ist bei der Nationalmannschaft und Kotaro. Da haben sich einige Japaner bei diesem Turnier zwischen Weihnachten und Silvester infiziert und deswegen der bleibt auch noch in der Quarantäne. Also wir warten noch auf die Jungs. So, erstmal wollen wir natürlich dann wieder uns in der Abwehr gut präsentieren und funktionieren. Wir haben 2 Freundschaftsspiele, wenn alles gut läuft, vorbereitet. Einmal Auswärtsspielen in Wilhelmshaven und einmal bei uns gegen Nordhorn. Und bis dahin haben wir, wie gesagt, diese 3 Wochen, um unsere Abwehr erstmal zu stabilisieren. Das heißt zum Beispiel, Washi ist längere Zeit ausgefallen. Man braucht natürlich ein bisschen Zeit, um wieder mit Paul, mit Karl oder mit Jan auf gleichem Niveau zu sein. Das Wichtigste ist, dass die Verletzten, die längere Zeit ausgefallen sind, wieder zurückkommen. Und dann, wenn wir aus der Breite jetzt angreifen können, dann sind wir in der Lage, jeden Gegner zu schlagen. Bis dahin haben wir natürlich aber noch einen langen Weg. Mhm.